Alles gut. Peace, Leute. Was geht ab? Wir sind zurück. Neues Video, neue Woche, neues Race. Eine Woche nach Polen jetzt und wir sind nach Willingen gefahren. DHC, Downhill Cup, IXS Cup. Runde 2 die Woche. Ist freitags. Heute ist Trackwalk und Training. Morgen Quali, Sonntag Race. Wir haben jetzt 9:15 Uhr, es regnet, es wird heute ein richtig nasser Tag und dann soll es aber Samstag, Sonntag besser werden. Ich denke, da wird die Strecke schon antrocknen, abtrocknen, aber ja, heute wird erstmal richtig im Matsch gewühlt. Ich habe Bock auf Putzen nicht, aber auf Ballern und deswegen, Kelcher haben wir dabei, Wasser haben wir dabei und ja, schauen wir, wie es wird. Aber der Kelcher ist ein Gamechanger dafür. Das ist einfach Wahnsinn. Du bist fertig und sauber. Moin Leute, willkommen zu Tag 2 in Willingen. Ich fahre jetzt gerade hoch für den ersten Run. Wir haben jetzt 2 Stunden morgens Training. Sonne ist draußen, heißt Strecke wird jetzt massiv abtrocknen. Ich bin aktuell noch auf Matschreifen. Aber ich denke, dass ich so in 1-2 Läufen switchen werde. Spätestens denke ich um 1-2 wird die Strecke relativ trocken. Und dann, schauen wir mal. Ich denke, es wird fette Ruts, fette Löcher geben. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Schauen wir, was geht. Ab geht's. Run 2, jetzt auf Trockenreifen gewechselt. Sonne ist immer noch da. Hier ist Full House. Schauen wir, was geht.
See you, bro. Yeah. Den Start gehen werden, das Ganze aber dann erst um 16 Uhr. Okay, Leute, Training ist rum. Schon eine ganze Weile. Ist jetzt 10 nach 5. Aktuell Quali-Startzeit wäre 18.30 Uhr. Ja, das Wetter ist immer noch gut. Heißt, Strecke ist jetzt weiterhin angetrocknet. Ich bin auf Trockenreifen gewechselt. Es hat leider nur 2 Runs gereicht. Aber der Change war auf jeden Fall gut, vor allem im Hardpack, gerade wo es da ein bisschen angetrocknet ist, war einfach der Grip deutlich besser. War nicht easy heute Morgen alles zu treffen, die Linien zu treffen und Speed zu finden, weil es einfach immer noch ein bisschen slick war. Aber ich glaube, insgesamt passen die Lines, passt die Pace. Ziel heute ist, einen Run zu fahren, auf den ich morgen aufbauen kann. Und ja, schauen wir mal, wo wir uns damit einordnen. Ja, wünsche mir Glück. GoPro darf ich leider nicht verwenden, beziehungsweise habe ich das auch nicht 100% abgecheckt, aber normal bei einem UCI-Rennen darf man das nicht. Deswegen sehen wir uns erst danach wieder, wenn es vorbei ist. Let's go. Okay, Leute, Qualifying rum. Lief soweit ganz okay. Smooth Run gehabt, keine großen Fehler. Und ja, ich bin Zweiter, 0,8 Sekunden von P1, also passt soweit, sind im Race für morgen, gerade noch Trackwalk gemacht, jetzt ist es 8:30, jetzt cruisen wir mal noch kurz zu dem Jesse nach Hause, der sitzt hier neben mir, und dann ist morgen Race Day. Ja, wir sind auf jeden Fall in der Mix für ein gutes Resultat. Ich denke, beim Trackout konnten wir noch ein bisschen Zeit finden. Und dann können wir da morgen noch einen drauflegen und dann schauen wir, was passiert. Ja, heim geht's und see you tomorrow. Peace. Guten Morgen, Leute. Willkommen zu Tag 3, Final Day in Willingen. Prime Wetter. Erster Run jetzt. Wir haben 1,5 Stunden Training. Ich probiere 3 Runs zu machen heute, um einfach noch ein bisschen besseres Feeling auf der Strecke zu kriegen, weil es jetzt einfach noch mal mehr abtrocknen wird, denke ich. Und ja, ein bisschen den Speed noch pushen. Ein paar Kleinigkeiten in den Lines geändert habe ich oder ändern und dann sind wir ready. Ihr seid dabei. Ich hoffe, die Schlange da unten ist kurz. Und dann geht's ab. I had 250 on a hard deal, I think that's not bad, right? Okay. Es gibt hier richtige Legenden, manche fahren sogar mit dem Hardtail. Hardtail shifting. Das stempelt richtig, sag ich. Das stempelt richtig. Respekt. Yeah, I had some fans on. Okay, okay. Let's run. Schau mal, was geht. Oh, good. Have a good one. You too, man. Thank you.
Okidoki, Training durch, jetzt gerade finale Race Prep gemacht. Genau noch circa eine Stunde bis zu meinem Start und dann geht's los. Sieht so aus, als ob es trocken bleibt. Zwischenzeitlich hieß es mal, es sollte regnen. Wird es jetzt aber wohl nicht. Und ja, die Strecke wird super schnell sein. Und ja, wir drücken an, drücken mir die Daumen. Und dann ja, schauen wir, was rauskommt. See you later. Neuseeländer Ticker sind auf 2 und mit Jet Stanton auf der dritten Position als Außenseiter. Okay Leute, das war's. Wochenende ist vorbei, Race ist gelaufen, Race Run ist done. Ja, ich bin Vierter geworden. Keine Ahnung, ob ich ja, eigentlich ein gutes Ergebnis. Ich bin eigentlich happy, aber auf der anderen Seite auch nicht ganz. Ich bin 0,9 Sekunden hinter Platz 1 gewesen. Und ich hatte einen massiven Patzer, den ihr hier in dem Video seht, quasi Wiesenkurve rumgekommen, Vollgas. Ich habe im Training den Fehler gemacht, dass ich zu weit außen in die Rut gefahren bin. Also dachte ich im Race Run, okay, einfach einen Ticken weiter innen rein, auch schneller über die Wiesenkurve gekommen. Und dann war ich einfach einen Ticken zu weit innen. Und dann war da quasi der Baum im Weg. Und ich konnte mich nicht reinlegen in die Kurve. Das heißt, ich bin quasi in der Kurve gestanden, flache Sektion. Von neu musste ich antreten. Ja, auf jeden Fall da deutlich. Oder super viel Zeit. Platz geht ebenfalls nach Deutschland. Pumptrack.de an Julian Steiner. Zeit liegen lassen und ja, weiß nicht, wie viel es waren, 1-2 Sekunden mindestens. Und dann halt mit 0,9 hinter Platz 1 ist halt dann schon bitter. Aber trotzdem insgesamt happy mit dem Wochenende. Ich fahre gut, ich fühle mich gut, das Rad fühlt sich gut an. Ich wusste nicht, wie funktioniert das neue Rad, das ich jetzt fahre, weil das ist, hat einen relativ langen Reach. Wie funktioniert das jetzt auf den neuen Strecken für mich, auf den deutschen Strecken, wenn es einfach ein bisschen enger gesteckt ist und nicht so richtig geballert wird. Und es war tatsächlich wirklich gut und es hat gut gepasst und deswegen wirklich zufrieden mit dem Wochenende. Und ja, ein paar Punkte mitgenommen, Podium mitgenommen, kann man sich nicht beschweren. Deswegen ja, danke fürs Zuschauen. Als nächstes geht's nach Leogang, Weltcup in 2 Wochen und ja, wir geben weiter Gas, drücken weiter an, ich hab Bock, ich bin motiviert, das Bike fühlt sich gut an, ja. Danke fürs Zuschauen, danke an alle, die mich unterstützen, alleine geht in dem Sport gar nichts, auch wenn es ein Einzelsport ist und ja, see you at the next one, ciao.